Beginn einige Läufe später. Wir wollen eine Runde mit Ayrton Senna fahren auf diesem Betonschlauch von Phoenix. Ja, die Strecke ist typisch amerikanisch für amerikanische Städte, nämlich lauter 90 Grad Kurven, lange Gerade und dann 90 Grad rechts, dann 90 Grad wieder links. Und es ist einfach nur Mauer links und rechts, wieder 90 Grad links, 90 Grad rechts. Also man muss schon aufpassen als Fahrer, dass man hier die Kurve nicht verwechselt. Und natürlich noch die Handschaltung. Damals gab es noch keine semiautomatischen oder vollautomatischen Getriebe. Der Pilot muss jeweils zum Schalten die rechte Hand an den Schaltknüppel legen. Ah, eine schnelle Passage war das. Und hier wird es wieder weitergehen mit 90 Grad Ecken. Die Gegengerade sehen wir jetzt. Jetzt kommt eine 90 Grad Rechtskurve. 90 Grad links. Wieder 90 Grad links. 90 Grad rechts. Und dann kommt eine langgezogene, die dann auch vielen Piloten Probleme gemacht hat. Es ist nämlich wie eine Doppelkurve. Und immer wieder kommt man ganz nah an die Mauer heran. Eine Runde mit Ayrton Senna. Die Kurven haben keinen Namen. Das ist in Amerika so üblich. Da sind die